Wir gehen Genau, das jetzt. muss dann Sinn ergeben und deswegen sind wir jetzt live. Genau, wir warten auf Zuschauer und genießen das schöne Wetter, was wir heute noch haben. Ja, das total. Ist geil genau, in dem ist Fall. Gut, ja. Heute ist gut, Ja. gell? Ja, eine Matze sagt immer an, wenn dann Zuschauer mal zugeschaltet haben. Sollte dann gleich passiert sein. Und bis dahin freue ich mich einfach auf den Wein und dass wieder Mittwoch ist. Es ist immer geil, wenn Mittwoch ist. Ja, yeah. Genau. So, Matze. Ja, die ersten Zuschauer sind da. Es ist wieder Mittwoch, Wine on Wednesday. Wir sind beim Weingut Hungermüller in Dittelsheim-Hessloch. Genau. Ich habe immer Angst, dass ich mich bei so Doppelnamen verspreche. Alles gut gegangen. Ja, genau. Und hier haben wir Ralf und Heike. Genau. Auch alles richtig? Ja, genau. Gut. Richtig. Fehlerfrei bis hin, soweit. Genau. Und die beiden haben uns heute einen wundervollen Wein mitgebracht und uns in ihr tolles Weingut eingeladen. Und wir freuen uns, hier sein zu können. Vorab ein kleiner Dank nochmal an die Zuschauer. Wir sind vor ein paar Stunden 4000 Leute geworden. Wow. 4000 Follower. Wow, freut mich mega, dass sich das... Danke. Freut mich mega oder freut uns mega, dass sich das so viele angucken, dass so viele Spaß und Lust haben, mit uns zusammen tolle Weine und tolle Weingüter kennenzulernen. Und bei einem tollen Weingut sind wir und einen tollen Wein werden wir jetzt kennenlernen. Zuerst mal zu eurem Weingut. Wir haben uns natürlich ein bisschen vorher informiert und in eure Homepage auch reingeguckt. Und da ist uns aufgefallen, dass ihr eine sehr schlanke Weinkarte habt. Ihr habt 5 Weine. Genau. Wir waren zum Teil schon bei Weingütern, die hatten dann auch ins andere Extrem, dann 40 Weine oder sowas. 5 Weine. Liegt das daran, dass ihr extra klein halten wollt? Dass ihr sagen wollt, okay, bevor wir jetzt 37 Sachen machen, die wir halb machen, machen wir 5 richtig? Ist das so? Ja, genau. Also wir haben zum einen erst angefangen. Wir haben ja, sind ja letztes Jahr quasi erst live gegangen sozusagen mit, und das sind unsere ersten 5 Weine. Oh, okay. Genau, und das sind unsere allerersten Werke sozusagen und wir haben noch Potenzial für noch andere Rebsorten, aber wir wollen nicht viel breiter werden, was das Spektrum anlangt. Also wir wollen bei den klassischen Rebsorten bleiben, Burgundersorten, Müller-Thurgau haben wir uns ein Augenmerk drauf gelegt und auch unseren Orange-Wein, den wir heute verkosten. Ja. Genau, das ist ein ganz neuer Markt. Deswegen die kleine Weinkarte, die 5 Weine, die wir haben. Und ja. Das heißt, wir sind auch quasi die Ersten, die hier live mit euch ja. zugange sind. Genau, ihr seid die Ersten. Wow. Wir haben schon in der Vergangenheit, schon Online-Weintastings gemacht. Also jetzt zu Corona-Zeiten, ja. Im Winter auch. Das ist super gut angekommen. Aber ihr seid die Ersten, wo wir bei Instagram jetzt live sind. Das ist schön. Ja. Das freut uns mega, dass wir die Chance hier haben, ja. Das Ganze live zu machen. Genau. Und als nächstes ist mir auf der Karte aufgefallen, ihr unterteilt viele VDPler oder sonst wer und auch bald wird es ja zum Weingesetz, müssen in Gut-, Orts- und Lagenwein ja. unterteilen. Und ihr unterteilt in Like, Love und Nature Love. Ja, genau. Was ist das? Genau, also das ist in Anlehnung an die Gutsortslagenwein-Kategorien. Ja. Wir haben auch 1 bis 3 Herzchen vergeben sozusagen auf der Rückseite vom Etikett, dass der geneigte Weintrinker gleich erkennt, ob es sich um Basiswein oder ein Gutswein, also Gutswein, Ortswein oder Lagenwein handelt. Und wir nennen die eben in Anlehnung an unsere Story 2 Winzer, eine Liebe, Like Love, Eternal Love und Natural Love. Also ja. Naturweine, der Orangewein gehört zu den Natural Love, zu der Kategorie und die Ortsweine haben 2 Herzchen und einen silbernen Halbkreis hier vorne. Der Halbkreis ist ja auch euer Markenzeichen, genau. Das sieht ja, genau. man immer öfter. Ja. Es ist mir quasi, ab wo ich euch angefragt hatte, ja. ob wir mit euch Wine on Wednesday machen können, ist es mir quasi überall ins Auge gesprungen. Die Halbkreise, ja, überall, genau. das fällt irgendwie auf. Und dann ja, genau. Ja, das hat auch mit unserer Story zu tun. Das spiegelt uns beide eben ein bisschen wieder, 2 Halbkreise. Also wir beiden Winzer, die Weine eben machen, aber auch die Kategorie sieht man hier. Ja. Also Weiß, Silber und Gold. Und ja. Auf der rechten Seite ist eben eine Farbe, die zum Wein passt oder die uns einfach gefällt. Das ist cool, das ja. Ist frei, genau. Ich habe mich nämlich auch schon gefragt, ja. weil das Logo, die Form ist ja, ja klar, mehr oder weniger. Ja. Der Sinn der Form oder so, das hat sich mir noch nicht ganz erschlossen, weil die alle unterschiedlich gefärbt sind. Das ist natürlich, ergibt Sinn, ja. Ja, genau. Wenn du das jetzt so erklärst, dann ist das natürlich klar und fällt auf und ja. Sieht schön aus. Genau, es ja. sollte was sehr Plakatives sein, es sollte ein Logo sein, was
was zu uns passt. Und das haben wir mit der Agentur Alma in Mainz super getroffen. Die haben das für uns entwickelt in einer langen, guten Zusammenarbeit. Und da sind wir total froh, dass wir das haben. Dann haben wir ein Jahr lang dran gearbeitet. Zum Schluss kam nur ein Kreis raus. Genau. Aber ein sehr schöner Kreis. Ja, genau. Genau, ein sehr runder Kreis. Ja, das ist gerade die Kunst, das Ganze, was wir an Dinge machen, nur in einem Kreis abzubilden, also in einem einfachen. Stimmt Element. Natürlich, ja. Und das haben wir, denke ich, erreicht. Der Trend geht ja auch zu einfachen. Also wenn man alle berühmten Logos sieht, sie werden immer einfacher und immer simpler gehalten. Der Trend geht ja dahin. Genau. Von daher passt das ja genau ins Bild und verschnörkelte und komplizierte Wappen und sowas ist ja heutzutage eher selten. Genau, ja. Also wir sind total glücklich damit. Ja, und natürlich muss der Inhalt stimmen, aber die Verpackung finden wir auch wichtig. Sehr wichtig auch. Ja. Die Verpackung gefällt mir schon mal. Bekommen wir wo du gerade Inhalt sagst, genau. Bin ich gespannt. Sehr positives Feedback. Genau. Das Design. Das ihr habt ihr noch eins. Mir gefällt es. Ja, yeah. Wir machen einfach mal auf. Und in der Zeit frage ich nochmal, du hast nämlich gerade auch von Eternal Love geredet. Ja, genau. Genau, das ist schon angekündigt bei euch auf der Homepage. Das ist uns auch direkt aufgefallen. Allerdings gibt es dazu noch keine Weine. Ja, genau. Der ist jetzt gerade liegt im Fass oben, der erste Eternal Love Wein. Oh, ja. Das ist ein Weißburgunder. Der ist, der gehört auch in die goldene Kategorie und der wird jetzt kurz vorm Herbst noch abgefüllt, dass die Tanks noch leer werden. Super. Also der Jahrgang 20. Geil. Ja, genau. Das heißt, dann spätestens so März, April stehen wir wieder im Hof und halten das Glas sehr gerne, hin. Ja, gerne. Genau. Ja, genau. Wir füllen jetzt bald noch einen Grauburgunder ab aus der Love-Kategorie und einen Weißburgunder. Yeah. Genau, und den Weißburgunder. Das ist ein spontan vergorener, echt geiler Weißburgunder. Ja. Der komplett mit 0 Gramm Restzucker abgefüllt geil. Wird. Wenn das funktioniert, wenn du eine Spontangärung machst und die komplett durchgeht, das ist... Genau. Ihr dürft gespannt sein. Ja, genau. Was wir sind gespannt und ich denke, alle, die mal die Zeit finden, hierher zu kommen, sind auch gespannt. Ja. Ich bin jetzt gespannt auf diesen Orange-Wein. Wir hatten noch nie einen Orange-Wein. Wollt ihr kurz mal erklären, was ein Orange-Wein ist? Genau. Also man sieht es schon an der Farbe. Die vierte Farbe des Weines, sagt man auch. Ne? Also Rot, Weiß, Rosé, Orange. Es ist ein Trend, muss man sagen. Und bei uns ist er wirklich... sehr orange, wenn man jetzt guckt. Absolut. Es ist ein Weißwein, der ausgebaut wurde wie ein Rotwein. Ne? Er hat eine Maischegärung erfahren, das heißt, wir haben den Silvaner gelesen und haben ihn dann in der Hütte auf der Schale vergoren. Ja. Ja. Ein Maischevergorener Weißwein. Ja. Also quasi genau das andere Konzept vom Rosé. Beim Rosé ist es ja so, dass wir rote Trauben nehmen und sie direkt abpressen und vergären, wie beim Weißwein. Und hier bei dem Orange Wein haben wir so, dass wir weiße Trauben nehmen und sie auf der Maische stehen lassen. Und dadurch die Beerenschale und so, die zieht dann nochmal sehr viel von der Farbe mit. Und das gibt diesen hochfarbigen, tollen Wein. Genau, Aroma zieht es natürlich auch. Natürlich. Das wäre ja schade, wenn es nur Farbe ziehen würde. Genau. Genau, und jetzt haben wir hier, wenn wir sehen, also er ist jetzt nicht ganz klar. Ne? Ich finde ihn für einen Orange Wein ziemlich klar, aber man das kann nicht so gut. Für einen Orange Wein sehr genau, klar. Genau, nicht so gut durchgucken wie jetzt bei einem konventionellen Weißwein. Und er hat eine schöne orange Farbe. Wir können ihn mal riechen. Absolut. Also ich finde ihn am Anfang ein bisschen zurückhaltend. Aber dann hat man ein ganzes Potpourri voller Düfte, finde ich. Also ich finde. Also wenn ich reinrieche, haut es mich jedes Mal wieder um. Er ist wirklich sehr vielseitig. Ja genau, er ist sehr grün, kräutrig, so vegetabil, würde ich sagen. Willst du das Wort gerade nochmal für die Zuschauer erklären? du meinst eigentlich so auch grasig, grün, ja, grün. Ja genau, vegetativ grasig, und ja, genau. So. Genau, würde ich sagen. Aber sehr stark rüber. Genau, man hat aber auch Aromen von Eistee, er hat was sehr Hefiges. Auch. Mhm. Ja. Vielleicht ein bisschen Kardamom, also. In jedem Fall auch Würze, genau, ja. Auch vielleicht so ein bisschen Pfeffer, so. Mhm. Absolut. So, dann würde ich sagen, Prost. Wir probieren. Schön, dass du da bist. Prost. Schön, dass wir kommen konnten. Ja. Prost. Und genau, unseren ersten Orange Wein bei Wine on Wednesday. Los geht's. Cool. Ja, das Ganze setzt sich fort. Er hat ein bisschen was Strenges. Es ist ja ein 2018er. Da war es sehr heiß. Ja. Die hatten alle viel Alkohol in 2018. Der hat 13 Volumenprozent.
Aber das braucht er auch, weil er ja Maischo vergoren ist und das steht ihm auch, finde ich. Und, aber der Geruch, den wir jetzt in der Nase hatten, der, finde ich, der setzt sich fort. Also er hat sehr breite Schultern, ist aber trotzdem von der Säure her recht mild. Also der hat nur 4 Gramm Säure, 4,5 Gramm. Und wir mögen ihn. Ja, absolut. Ich finde ihn auch toll. Geschmacklich, farblich, ist gut. Man meint erst, weil er so was Rauchiges hat auch, dass er ein Barrique war. Du hast mir vorhin erzählt, im Edelstahl. Ja, genau. Also tatsächlich überraschend. Dann wahrscheinlich eher so rauchige und auch vielleicht so ein bisschen Feuerstein, diese Aromen, sowas. Und das ist ja schon sehr schwer herzubekommen. Deswegen würde ich einfach mal raten, wahrscheinlich auch spontan. Der ist alles natürlich spontan vergoren. Auch spontan. Genau, also ist, glaube ich, sogar auch Pflicht bei Orange. Kann das sein? Es gibt keine Vorschriften. Es gibt keine Vorschriften. Es gibt keine Vorschriften, genau wie beim... Es ist eigentlich ein Naturwein. Er wurde, er wurde leicht geschwefelt nach dem ersten Abstich. Und dann aber gar nicht mehr geschwefelt. Also der bei der Abfüllung, der wurde einfach unfiltriert dann abgefüllt. Ne? Er war dann 2 Jahre auf der Feinhefe im Edelstahltank und ist dann letztes Jahr abgefüllt worden. Das ist auch immer ein gewagtes Projekt, auch erstens wegen der spontanen Spontanvergärung und zweitens, weil man den ja lange im Fass liegen haben muss und das raubt einem Kapazitäten für andere Weine, die man da ins Fass legen will. Ja, das stimmt, genau. Aber es hat sich gelohnt, finde ich. Also, toll. Wir sind auch haben mehrere Hefeabstiche gemacht. Der ist, wie gesagt, 2 Jahre lang auf dem Edelstahltank gereift. Und also wir mögen ihn sehr. Er kommt von einer besonderen Lage, von der Mönchhube hier in Dittelsheim. Mhm. Das ist eine der tollen Lagen, die wir hier haben. Und der hat halt einen besonderen Boden. Wir haben ja generell sehr schwere Böden. Und der speziell in der Mönchhube, der wurde schon im 13. Jahrhundert urkundlich erwähnt, diese Lage, habe ich nachgelesen. Und da ist auch viel, der ist sehr kalkreich. Ist auch schon seit 13. Jahrhundert Wein drauf, oder? Das weiß ich nicht, also müssen wir sich mal informieren. Auf rheinhessenwein.de findet man da bestimmt Informationen. Okay. Ja. Das ist auch eine relativ kleine Lage hier im Dorf. Wir haben insgesamt 5 Weinlagen hier und die Mönchhube ist eine relativ kleine Weinlage hier. Ja. Genau, die darf man natürlich nicht auf dem Etikett erscheinen, die Lage, weil das ist ja ein Naturwein sozusagen, der ist trüb und der würde bei der Landwirtschaftskammer durchfallen. Also der das heißt, der hat auch keine AP-Nummer. Der hat keine AP-Nummer. Das ist dann wieder ein Landwein. Das machen ja viele so. Es gibt eher selten Leute, die auf sowas dann noch eine AP-Nummer versuchen zu kriegen. Ja. Es ist, wenn der Kunde es zu schätzen weiß, ist doch egal, was auf der Flasche steht. Nee. Genau. Das haben wir uns auch gesagt. Deswegen ist es ein Landwein. Zu euren Lagen habe ich mir natürlich auch noch was aufgeschrieben. Ja. Und zwar habt ihr mit 239 Meter eine der höchsten Lagen, die höchste Lage Rheinhessens. Da muss ich dich direkt korrigieren. Das? 293 Meter. 93? Ja. Dann habe ich mir das falsch rum aufgeschrieben. 293. Knapp 300. Okay, knapp 300. Was verändert das beim Arbeiten? Also, ich denke, du gehst noch nicht mit Atemgerät auf den Berg hoch. Nein. Also das ist die Lage Kloppberg, von der du sprichst. Die hat eine Höhenlage von so 240 bis 260 Meter. Also der Kloppberg ist dann der höchste, das ist unser höchster Berg hier im Wonnegau. Der hat 293 Meter, wie gesagt. Mhm. Und da sind schwere Lösböden dort. Das ist auch ein Südosthang. Das heißt, es ist schon schwer zu bearbeiten, die Weinberge. Ja. Wir selbst haben dort einen alten Weinberg, den hat mein Opa schon gepflanzt. 54 Jahre ist er alt jetzt. Okay. Genau. Ist ein Müller-Thurgau, da haben wir auch einen Weinbaum gemacht und haben auch einen Sekko. Da könnt ihr auch alte Rebe draufschreiben. Genau. Der wächst halt sehr langsam und hat geringe Erträge. Also wir haben einen richtig coolen Müller-Thurgau daraus gemacht. Genau. Aus dieser besonderen Lage, glaube ich. Ja, das ist doch cool. Das ist eine Lage mit Tradition und mit Alter und das passt gut zur Rebsorte, weil Müller-Thurgau ja auch eine rheinhessische und in der Gegend eine Tradition und was typisch Deutsches ist. Und da kann man auch sagen, da waren schon immer Weinberge. Also das ist ein typisches altes Weinbergsgelände, diese Lage. Ja, cool. Genau. Und was ich mir auch noch aufgeschrieben habe, ihr versucht im Einklang mit der Natur zu arbeiten, ihr achtet auf die Natur, ihr seid aber noch kein Öko oder Bio oder Demeter oder sowas Betrieb.
Genau. Ihr wollt da hingehen oder sagt ihr, genau, uns reicht es, wie wir arbeiten, so wenn wir mit der Natur im Einklang sind, reicht uns das, wir brauchen diesen. Also wir wollen nach und nach Schritte gehen in die Richtung Bio und haben schon den Herbizideinsatz eben abgestellt, indem wir mit mechanischen Verfahren das Unkraut bekämpfen, ja, unterm Stock mit Scheibe und Rollhacke. Das war ein bisschen schwierig, weil bei uns, wir haben besonderes Gelände, weil wir halt sehr schwere Böden haben, die sind schwer zu bearbeiten und das unterm Stock, das lässt sich da nicht einfach so davon überzeugen, dass das Unkraut dann nicht mehr wächst und das hat ein bisschen gedauert, aber jetzt haben wir es geschafft und also das ist der Einschritt dahin. Die letzten 3 Jahre waren ja sehr trockene Jahre. Da war, wir haben das seit 2018 machen wir das, seitdem wir jetzt den ersten Wein anbauen. Und das da war es auch super gut. Da war es noch sehr einfach. Ja, und die hatten ja richtig Probleme. Das heißt, ich habe jetzt nochmal nacharbeiten müssen, weil die haben ja schwere Böden. Ja. Und da habe ich jetzt mit der Hacke schon 2 Hektar nachgearbeitet. Ja, genau. Boah, weil es gibt Problemfelder, da wächst halt viel Unkraut. Ja. Und wenn es dann regnet und man kommt da nicht rein und dann ist 2-3 Tage rum und dann ist das ruckzuck hochgewachsen. Das heißt, ich habe selbst so rund 2 Hektar nachgearbeitet schon. Mit Motorsense und Hacke, genau. Ja. Fleißig. Die sind jetzt sauber, war nötig. Aber die ganzen großen Weingüter, die haben zig Angestellte, die können sich natürlich das leisten, dass man da rumrennt mit allen möglichen Geräten. Das ist bei uns. Und du sagst, ich mach das selber. Bei uns ist es so, jetzt dass wir rund diese Arbeiten, wie auch die Heftarbeiten selbst machen. Das ist und schön. Der nächste Schritt wäre dann eben, den Mineraldünger abzuschaffen und auf anderweitigen Dünger umzusteigen. Wir haben schon Kompost im Einsatz, schon seit vielen Jahren. Ja. Und dann eben der Pflanzenschutz wäre dann natürlich der wichtigste Schritt. Ja, und, da sind wir dabei, aber noch nicht so weit, dass wir das tun können. Das, da gehört auch viel Know-how dazu. Es ist immer in langsamen Schritten und im Einklang mit der Natur ist ja absolut wichtig. Ja. Ich hätte noch so viele Fragen, aber wir haben die Zeit schon überschritten. Ich muss mich, wie schnell 15 Minuten her umgehen, wenn man Spaß hat, wenn man tollen Wein trinkt. Ich bedanke mich für das Interview, für die Einladung. Gerne. War wie immer toll. Es hat mir wie immer mega Spaß gemacht. Nächste Woche Mittwoch sind wir beim Hemmes in Bingen. Schaltet da auch gerne wieder ein. Wir freuen uns, 20 Uhr. Danke für alles. Danke. Wir erheben die Gläser auf euch, auf 4000 Abonnenten und auf eine weitere erfolgreiche Folge und ein weiteres tolles Weingut. Und ich soll euch noch von Steven Preisner loben. Er liebt euren Wein, den Silvaner. Cool, danke, Gruß nach Berlin, nach Potsdam. Danke, Gruß. Auf Wiedersehen.